Völlig blauäugig begann Rabban Bodke aus dem Westallgäu seine Tanzkarriere. Doch nun ist er am Samstag bei der Lateinformationstanz-WM mit dabei. 6 Minuten, nur knapp 6 Minuten entscheiden am Samstag darüber, ob Rabban Bodke aus dem Westallgäu sich seinen Lebenstraum erfüllen wird, oder ob die erste WM-Erfahrung nach all dem Training in bitterer Enttäuschung endet. Der 23-Jährige aus Weiler tanzt am Samstag. 18. Dezember in der ÖVB Arena in Bremen nicht nur um den Sieg in der WM im Formationstanz Latein, sondern auch um den Respekt und die Anerkennung seiner Trainer vom Grüngoldclub Bremen GGC, einem der angesehensten und vor allem erfolgreichsten Tanzsportvereine in der Branche. Lateinformationstanz-Weltmeisterschaft in Bremen. Allgäu ist im A-Team dabei, der Druck ist hoch, sagt Bodke. Ich bin neu im Team. Die Aufmerksamkeit der Trainer ist da nochmal anders. Denn sie beurteilen, ob Bodke dem Druck auf der WM standhalten kann. Der junge Tänzer weiß, man hat nur eine Chance. Für den jetzigen Chemiestudenten stand bereits nach dem Abitur fest, dass er den Lateinformationstanz professionell angehen wollte. Wenn ich das mache, will ich das richtig machen, nahm er sich vor und ließ seinen Worten Taten folgen. Für seinen Traum vom Tanzen ist der Sportler im Jahr 2017 vom heimischen Allgäu nach Bremen gezogen. Denn wo kann man das besser als in Bremen beim Grün-Gold-Club? GGC Bremen gewann 2021 deutsche Meisterschaft, nun soll der 11. Weltmeistertitel folgen. Der Club ist seit 2007 ununterbrochen deutscher Meister, seit diesem Jahr 16. deutscher Meister und 10-facher Weltmeister, und eventuell sogar bald 11-facher. Am Samstagabend im Finale, kurz vor Mitternacht, wenn die Musik beginnt, muss Rabban Bodke deswegen wie die anderen im Spitzenteam auf der Tanzfläche überzeugen. Und damit beweisen, dass es richtig war, den Neuling aus dem Westallgäu nach seinem Erfolg bei der deutschen Meisterschaft auch für die WM zu nominieren. Dabei muss jede einzelne Bewegung sitzen, kein Arm, kein Bein zu früh sein, der Rhythmus und Ausdruck zum Klang der Musik exakt passen.